Dr. Steffi Burkhardt. Steffi Burkhardt, schönen guten Morgen. Mir ist es eine Herzensangelegenheit, junge Menschen Mut zu machen, im Leben das zu tun, was sie wirklich erfüllt und was ihnen Freude bereitet. Es werden uns Leute heute mit Steffi Burkhardt. Frau Dr. Steffi Burkhardt. Steffi Burkhardt. Wir werden nicht mehr die Generation sein, die seit circa 20, 30 Jahren im immer gleichen Unternehmen lebt. So einmal Daimler, immer Daimler. Sie ist Jugendforscherin. Speakerin und vor allem Autorin und kennt sich mit einer Generation vor allem aus. Die Generation Y. Ich bin viel in der Wirtschaft unterwegs. Meine Erfahrungen im Austausch mit Führungskreisen und Personalverantwortlichen zeigt mir, dass es derzeit vier Themen gibt, die auf der Agenda vieler Unternehmen ganz oben sind. Das sind die Themen digitale Transformation. Angefangen von der Digitalisierung von Arbeitsprozessen über die Entwicklung neuer Dienstleistungen und Produkte. Change Management. Dafür braucht es Experimentierräume und das wird ein absoluter Game Changer in allen Branchen, in allen Unternehmen sein. Und Beispiele gibt es viele. Das dritte Thema ist Personal. Da geht es ganz stark um das Thema Talente gewinnen, Talente halten und sie auch weiterentwickeln. Oder ich bin bereit, als freier Projektarbeiter Organisationen zuzuarbeiten. Und Prognosen gehen davon aus, dass wir davon in der Zukunft vermutlich 40% in der Gesellschaft haben werden. Und das vierte Thema ist das Thema Innovation. Dass wir auch unsere Bürowelten verändern. Und die Kunst wird dann darin bestehen, auf der technologischen Ebene wiederum eine digitale Infrastruktur zu schaffen. Wir müssen das volle Potenzial des Talentpools ausschöpfen und dadurch auch den Fokus mehr auf die Frauen legen. Ich habe selbst Sportwissenschaften studiert, dann war ich 2 Jahre in einem Großkonzern, ich muss sagen, eher unglücklich, habe parallel meine Doktorarbeit umgesetzt im Bereich Gesundheitspsychologie. Nach 2 Jahren war ich froh, dass ich das Unternehmen verlassen durfte, bin dann 3 Jahre in ein Startup gewechselt, habe eine Führungskräfteakademie mit aufgebaut und dann auch geleitet. Und seit 2015 setze ich mich eben intensiv ein für die Bedürfnisse, Wünsche und Anforderungen junger Menschen an die Arbeitswelt, weil das meiner Meinung nach auch ein wichtiger Treiber ist, das Denken der jungen Menschen für den Kulturwandel, den Organisationen jetzt schon und auch zukünftig vermehrt durchleben werden.